Und bei mir ist es leider so, dass ich natürlich alles am letzten Drücker erledige. Also stay tuned. Hello meine YouTube-Addicts! Ich bin endlich wieder zurück. Es hat jetzt wirklich, ja, keine Zeit gegeben für mich, um neue Videos zu drehen. Ich war die ganze Zeit mit dem Schreiben von meiner Bachelorarbeit befasst und jetzt habe ich sie endlich abgegeben. Und heute geht's auch schon los auf meine nächste Reise. Also ich habe euch ja hier auf meinem YouTube-Kanal ein paar Mal schon mitgenommen auf meinen Städtetrips. Aber diesmal geht's weiter weg und auch für längere Zeit. Und ja, ich will es auch gar nicht so spannend machen. Es geht für mich heute nach Bali. Again, I know. Aber ich war, also ich, für die, die es nicht wissen, ich war letzten August, war ich einen Monat dort, alleine. Diesmal bin ich nicht alleine. Mein Freund fliegt mit mir. Besser gesagt, er ist heute gerade angekommen und ich werde dann morgen ankommen. Da es meine zweite Reise nach Bali ist und ich ein Perfektionist bin im Packen und mir da immer mega lange Gedanken drum mache, habe ich jetzt einiges gelernt seit meiner letzten Reise. Und ich werde euch jetzt nicht zeigen, was ich an Klamotten mitnehme. Da kommt vielleicht dann nochmal ein extriges Lookbook. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass ihr meistens zu viel mit habt. Und ich für meinen Teil, ich werde jetzt wirklich nur die Dinge mitnehmen, die ich auch wirklich anziehe. Ich werde nicht irgendwie herum experimentieren und ich werde nichts mitnehmen, wo ich mir eben nicht sicher bin, weil ich einfach weiß, weniger ist in dem Fall wirklich mehr. Und man hat auch die Möglichkeit, die Sachen vor Ort bei den Einheimischen zu waschen. Das ist erstens super günstig, zweitens unterstützt man die Leute dort auch, also nicht nur den Tourismus. Und drittens, müsst ihr nicht so viel Zeug mitnehmen. Jetzt komme ich zu meinen Reise-Essentials, die ich eigentlich immer dabei habe. Vielleicht ist was dabei, was euch inspiriert. Und ja, legen wir einfach mal los. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Also ich denke, jeder Mensch hat so seine Angewohnheiten, manche mehr, manche weniger. Ich habe so meine Routinen, denen ich wirklich täglich nachgehe. Das sind nur ein paar kleine Steps, aber auch diese versuche ich während meinen Reisen auch einzubauen, weil ich mich dann einfach ein bisschen mehr grounded fühle. Also mein Number One, das habe ich wirklich immer dabei, das ist mein Journal, also mein Tagebuch, Gedankenbuch, whatever. Ich schreibe da eigentlich so gut wie jeden Tag, also so oft ich es schaffe, schreibe ich da rein, was mich zurzeit beschäftigt, was ich erlebt habe. Also das kann egal was sein, das trägt bei mir auch dazu bei, dass ich einfach das Gefühl habe, ich schreibe mir Dinge von der Seele und ich muss dann nicht mehr so viel drüber nachdenken und ja. Wenn dann eine Zeit vergangen ist, dann mag ich es auch ganz gerne, so nachzulesen, was ich denn so vor einem halben Jahr gemacht habe, wie ich mich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe. Wenn man mich fragt, was ich vor 3 Tagen gemacht habe, dann fällt mir das schon schwer, mich daran zu erinnern. Und vor einem halben Jahr, was da war, keine Ahnung. Aber dank meinem Journal weiß ich ungefähr, in welcher Mood ich zu der Zeit war. So, genug gelabert, jetzt kommen wir zum nächsten Teil meiner Routine. Ich verwende seit längerem, also jetzt wirklich schon seit einem Jahr ungefähr, verwende ich so Schlafsprays. Hier habe ich den hier. Focus please. Hier habe ich den hier. Das ist der Deep Sleep Pillow Spray von der Marke This Works. Ob das wirklich worked bei mir, kann ich noch nicht so wirklich sagen. Ich verwende den jetzt seit einer Woche. Ich hatte davor immer einen von Primavera. An den habe ich mich super gewöhnt. Aber in letzter Zeit kann ich nicht so gut schlafen. Aber ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass ich sehr viel Stress habe. Auf jeden Fall gebe ich dem natürlich noch länger eine Chance. Und weil ich so ein Freak bin, habe ich mir davon auch noch die Travel Edition geholt. Die werde ich dann beim Fliegen mitnehmen und hoffentlich ein bisschen schlafen können. Was darf man noch nicht vergessen? Natürlich eine Trinkflasche, also egal wo es hingeht. Es ist super wichtig, dass man erstens genug Wasser trinkt und zweitens einfach den Plastikverbrauch so gut es geht
minimiert. Und auf Bali ist es auch wirklich, also die schauen da super gut drauf. Es gibt überall diese Stationen, wo man seine Flasche auffüllen kann. Und meistens ist das auch in den Restaurants möglich für ganz, ganz wenig Geld. Und das finde ich echt eine richtig coole Sache. Also bei meinem letzten Aufenthalt habe ich nur eine einzige Flasche gekauft. Und das war am Flughafen, weil da hatte ich ja also keine Flüssigkeit da drin. Weiter geht's. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind gewisse Snacks, vor allem wenn man länger unterwegs ist und das Essen aus dem Flugzeug ist halt nicht immer the most healthiest, sag ich mal. Also ich habe das letzte Mal zwar fast alles gegessen, aber mir war danach irgendwie ja ein bisschen schlecht und ich habe auch gemerkt, mir fehlen die Vitamine total. Deshalb habe ich dieses Mal vorgesorgt, die Bananen besser zuerst essen, weil die werden halt gelb, wenn sie länger im Rucksack. Die werden braun, wenn sie länger im Rucksack sind. Gelb sind sie ja schon. Dann kommen wir, ja, auch zu einem Basic Essential. Meine Sonnenbrille, die hier ist Vintage Gucci, of course. ja, ich habe die jetzt schon mittlerweile 2 Jahre. Ich habe sie damals secondhand auf Willhaben ergattert und sie mir auch dann beim Optiker nochmal anpassen lassen. Und eine Sonnenbrille braucht man erstens, um seine Augen vor der Sonne zu schützen natürlich. Aber zweitens ist man auf Bali auch ganz viel mit dem Moped unterwegs und da fliegt alles Mögliche in der Luft herum. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Menschen ohne eine Sonnenbrille Moped fahren, weil es halt einfach, ja, sehr staubig ist teilweise. Dann, was natürlich auch nie fehlen darf, sind Bücher. Ihr könnt mir gerne auf Goodreads folgen. Dort bewerte ich die Bücher, die ich momentan lese. Man kann sich gegenseitig inspirieren und, und. Und dieses Mal, die habe ich alle ausgeliehen aus der Bibliothek bei uns in Graz, habe ich mir ausgesucht von Erika Jong, Fear of Flying. Das passt ganz gut. Das werde ich wahrscheinlich während dem Flug lesen, ne? Ich habe zwar keine Angst, aber der Sturm Sabine ist unterwegs und man weiß ja nie, was da heute noch passieren wird, ob ich überhaupt fliegen darf. Who knows? Dann habe ich mitgenommen, das war eher zufällig, ich habe das in der Bibliothek entdeckt und dachte mir so, irgendwie schaut es cool aus, hatte auf Goodreads auch eine gute Bewertung, das heißt auch ganz viel. Und das Buch heißt Nightwood von Juna Barnes. Sehr gespannt. Und was ich hier noch habe, das gefällt mir sehr gut, ist halt so ein richtig altes Modell. Die Blätter sind schon super gelb und wasted. Das heißt Giovanni's Room von Baldwin. James Baldwin, genau. Ja. Dann, was auch nicht fehlen sollte, ist irgendwie so ein Jutebeutel, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, seinen Laptop mitnehmen will, sich ins Café setzen möchte, dann muss man nicht immer einen Rucksack nehmen. Hier passt eben auch mein MacBook rein, eine Trinkflasche und meine Geldbörse und that's it. Hier noch eine Handtasche. Also, ihr seht, das sind wirklich dann halt einfach die Basics bei mir. Ich habe hierfür eben diese ausgewählt, die ist aus veganem Material. Das ist kein Leder, die ist von Friday bei JW Pie. Keine Ahnung, wie man diese Marke ausspricht, aber ja, ich finde sie sehr schön und sie hat sich auch bis jetzt ganz gut gehalten. Wer hätte es geahnt? Mein Pass, der darf natürlich auch nicht fehlen, weil sonst kann ich gleich daheim bleiben. Und was ich hier auch noch habe, das werde ich mit ins Flugzeug nehmen. Ihr seht schon, ich bin ein echter Freak, was Aromatherapie anbelangt, aber ich finde einfach, das ist das Einfachste, Natürlichste, was man machen kann, um sich selbst ein bisschen zu beruhigen. Das ist ein Roll-On-Ding von Primavera, heißt einfach stressfrei. Das ist quasi eine Aromatherapie für unterwegs. Ja, die meisten beruhigenden Sachen haben natürlich Lavendel drin, aber da sind ganz viele andere ätherische Öle noch drinnen und das ist 100% natürlich. Das schmiere ich mir so auf die Schläfen rauf. Man kann es auch noch hinten in den Nacken geben und dann, ja, beruhigt man sich dadurch ein bisschen. Bei mir ist es nicht so, dass ich nervös bin wegen dem Fliegen, also das überhaupt nicht. Aber die ganzen Abläufe auf dem Flughafen und die ganze Atmosphäre stresst mich wirklich ungemein. Und noch dazu, meine größte Sorge ist einfach, dass ich neben jemanden sitze, der, keine Ahnung, entweder stinkt
oder mich nicht chillen lässt, die ganze Zeit mit mir redet oder halt einfach total schnarcht. Also irgend sowas ist meistens, aber ich hoffe, dass heute alles passt. Ich bin nicht unfreundlich oder so, aber manchmal möchte man einfach nur ein bisschen so für sich sein, sein Buch lesen und jetzt nicht irgendwie neue Menschen kennenlernen. That's it, meine Lieben. Jetzt zeige ich euch noch meine letzten Steps, was ich so mache, bevor ich dann schlussendlich das Haus verlasse. Und bei mir ist es leider so, dass ich natürlich alles am letzten Drücker erledige. Also stay tuned. LMAO, lebst du überhaupt noch? Oh mein Gott. Leute, ich schaue immer, dass ich die Pflanzen nicht übergieße, aber jede zweite sieht aus, als würde sie... ja, tot sein, wenn ich wiederkomme. Oh, hier haben wir eine, die noch ganz gut am Überleben ist. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dreht alle Geräte ab, steckt die ganzen Steckdosen aus, dann kann auch irgendwie nichts passieren. Und ich spare dann natürlich auch ganz viel an Strom. So meine Lieben, das war mein Video mit meinen Reise-Essentials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt wirklich Gas geben. Ich nehme euch natürlich mit auf Reisen. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was euch denn am meisten interessieren würde. Entweder was wir so machen oder die Unterkünfte, in denen wir sein werden. Ja, ich bin auf jeden Fall super aufgeregt und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ja, somit bis zum nächsten Mal.